Zoolsnap TV sucht heute nach der vierten Ratte. Ihr werdet wahrscheinlich ein bisschen erstaunt sein, denn diese ist am selben Standpunkt wie unsere letzte, die Wasserratte. Wir haben sie gefunden. Stellten wir euch mit Ratte Nummer 3, die Kinderratte, vor, haben wir die Gelegenheit genutzt, um Ratte Nummer 4 gleich mit einzufangen. Die hat ihren derzeitigen Standort nämlich im selben Gebäude der Stadtsparkasse Hameln in der Osterstraße 25. Damit also gleich zwei gute Gründe, bei der Rattenjagd einen Besuch in der Stadtsparkasse zu absolvieren. Die Wasserratte hat im Gegensatz zur Kinderratte aber schon seit Anfang an ihren Standpunkt hier. Sie ist lediglich von ihrem Platz vor der Haustür zu Zeiten der Ausstellung jetzt ins Gebäudeinnere umgezogen. Sie macht einen künstlerisch bunteren Eindruck als ihre Nachbarschaftsgenossin. Und dies, obwohl auch hier Künstlerin Astrid Wilkesmann tätig war. Kräftiges Blau für Wasser und viele kleine Abbildungen von sprichwörtlich verspielten Wasserratten machen diese Skulptur zu einem Hingucker. Die Wasserratte haben wir für euch gefunden, auch in der Sparkasse. Das heißt, in der Sparkasse befinden sich zwei Ratten, unsere Ratte Nummer 3, die Kinderratte, letzte Woche, und unsere Ratte Nummer 4, jetzt die Wasserratte. Schaut sie euch an, Dankeschön fürs Zuschauen.